Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme von mir, Shenlong. Wir spielen weiter mit Anno 2205. Ich habe mir Besuch dazu geholt. Hi! Die kleine Fian. Hi! Ja, ich gucke mir das jetzt mal so ein bisschen an, weil ich kenne eigentlich nur so das mittelalterliche Anno und bin mal gespannt, was dann hier so abgeht. Es ist im Kern immer noch das gute alte Anno. Ich bin aber etwas zu leise hier. Strom muss gedreht sein. Tja, wenn die Technik versagt. Das ist jetzt weniger die Technik, das ist mehr der Bediener der Technik. Der ein bisschen bescheuert ist. Ein bisschen. Wir haben 12.000 Miesen Bilanz Miesen. Schämäßig. Jeder Wurst. Deswegen, ich hatte mir jetzt überlegt, gegen diese Bilanzmiese. Ja. Ich hatte mir überlegt, mir die Insel hier zu holen. Die ist toll, die ist groß und schön. Sind unterwegs. Du hast ja bestimmt alle Folgen angesehen, ne? Nein. Nein. Achtung, Unterversorgung. So, Zeitmangel und so. Verbrauchsgütern entdeckt. Das ist schon klar. Hey, mit einem Pferd ist man da so ein bisschen eingespannt. Ich hab gar nichts. Also, genau. Ich hole mir die Insel und baue dann eine weitere Siedlung hoch. Einfach um gegen meinen Bilanzmiesen anzukämpfen. Bin ich jetzt? Ich kann jetzt das Gebiet beanspruchen. Ein idealer Ort für die nächste Außenstelle. Gute Wahl. Wow. Wenn ich mir überlege, beim Mittelalterlichen hat man da so einen kleinen, popligen Hafen. Ja, der Hafen ist ein bisschen größer. Hat ein paar mehr Anlegestellen und was weiß ich. Ein bisschen? Ein bisschen. Ein bisschen viel. Mal weiter. Ja. Ja, schon. Wir brauchen jetzt erstmal die Bewohner. Da gibt es ein Häuserle, das sind auch die Häuser, das ist einfach nur ein kleines. Wenn man es 4x4 aufbaut, hat man genau dieselbe Größe wie dieses Haus. Ah! Das funktioniert dann also quasi, also beim Mittelalterlichen war das ja so, dass du ein kleines Bewohnerhaus hinstellen konntest und die dann zu größeren Häusern ausbauen konntest, wenn du dann Steine abgebaut hast. Diese Ausbautechnik gibt's hier eigentlich auch noch. Sieht nur ein bisschen anders aus. Okay. Was ich hier jetzt halt. Will sagen, diese Ausbautechnik gibt's hier auch. Das sieht nur ein bisschen anders aus. Wenn die dann alles haben, also die Steine, dann wird hier kein Stein verwendet. Ah. Zum Ausbau. Ja, da gibt es dann wahrscheinlich andere Ressourcen. Ja. Genau. Wir haben hier Biopolymere, wenn du willst, Plastik. Aus Reis. Aus Reis, okay. Der Baubots ersetzt so ein bisschen die Werkzeuge. Die Werkzeuge, okay. Superlegierungen. Oh, das ist dann mit Metall. Also wenn ich dann quasi dann die Ernte ausgebaut habe, quasi. Genau. Genau. Okay. Das sind vor allem Alu. Alu wahrscheinlich. Okay. Alu, Kupfer und so ein Zeug. Ja, im Mittelalter hast du dann Silber und Gold und so gedönt. Au. Entschuldigung. Sie knuspert noch Chips. Mhm. Wenn ich sie aber versehentlich aus der Hand geschlagen kriege, ist schlecht. Von diesen größeren Häusern ist halt, dass man weniger Straßen ziehen muss. Weil jedes Gebäude, egal welches, braucht eine Straßenanbindung, um zu funktionieren. Ja. Weil entweder müssen die Leute irgendwie wegkommen. Ja, oder halt wieder hin. Oder wieder hin. Ups. Ich lasse die Chips fallen. Das ist eine Reihe Einzelhäuser.
großer Prüfer. Ah, wollte gerade sagen. Sonst ist das schlecht mit der Straßenanbindung. Ja. Was ist eigentlich der Sinn von der Bilanz? Erklär mal. Die Bilanz ist im Prinzip wie bei jeder Firma. Wenn du eine negative Bilanz hast und das über einem Jahr hältst, dann geht die Firma bankrott. Aha. In meinem Fall habe ich jetzt noch einen Puffer von 400.000 Eigenkapital. Das kann ich noch verbrauchen, aber ich will nicht. Deswegen baue ich gerade eine Bilanz. Sinnvoll. Sinnvoll. Ist ja im Prinzip beim Mittelalter genauso. Wenn du pleite bist, bist du pleite. Ja, dann hat man vielleicht noch die Chance, ob man mit den Indianern irgendwie handeln kann. Mit den Ureinwohnern irgendwie handeln kannst. Aber das gestaltet sich dann, je nachdem, was die haben wollen, auch als schwierig. Ganz genau. Lücken müssen gefüllt sein. Was brauchen wir? Schöne Sache als Parkplätze. Nicht Parkplätze, sondern ein richtigen Park. Gast hatte ich schon lange nicht mehr. Was möchten Sie von mir? Wir möchten gar nichts. Wir möchten euch was geben, ja? So. Also erstmal brauchen wir ein Infozentrum, Informationen. So. Also das funktioniert dann quasi wie die Schule, oder wie? Andersrum? Hier ist es jetzt egal, wo du es hinsetzt. Ja. Es hat einen gewissen Radius und bringt im Prinzip nur einen bestimmten Wert an Informationen. Mhm. Innerhalb dieses Radius kommt es darauf an, wie weit entfernt die Straßenanbindung ist. Und umso weiter entfernt es ist, umso einen höheren Wert brauchst du, um den Bedarf zu erfüllen. Ah. War das jetzt irgendwie verständlich? Ich habe auch 5 Aufnahmen gebraucht, um das zu verstehen. Ja, das passt schon. Ciao. So, und du siehst gleich, die haben gleich mal hier. Boah, toll! Ich will jetzt aufsteigen. Haben sie zumindest kurz gezeigt, jetzt nicht mehr. Jetzt kommt's wieder. Das Werkzeug entsprechend auswählen. Quatsch. Output von Transferrouten. Ah, die wollen ausbauen? Die bauten jetzt Maßnahmen empfohlen. Vorher haben sie hier in diesen Popeldingern gewohnt und jetzt wohnen sie hier in diesen stattlichen Wohnhäusern. Nicht schlecht, Herr Specht. Ja, das geht noch weiter. Die nächste Zivilisationsstufe, die Administratoren. Also das ist die Werkstatt, das ist alles auf Zukunft. Wir haben hier Arbeiter, immer Administratoren, Manager und die Investoren. Oh je. Die Investoren, also die wollen auch Stadien haben. Okay, also es ist doch ein kleines bisschen komplizierter wie das alte. Eigentlich nicht. Also, ja, es ist auf einer Weise, in einer Weise ist es komplizierter, da du nicht nur hier das einzelne Ding hast. Du siehst, ich habe mich nicht beschwert, oder? Ich kann hier Replikatoren bauen. Das geht noch auf der Erde. Dann habe ich hier Luxuskost. Das geht auch noch auf der Erde. Bionische Erweiterung nicht mehr. Brauchst du einen Mond? Dann bräuchte ich einen Mond für. Und wenn ich weiter zurückgehe, die Neuroimplantate, die kriege ich dann von der kalten Region. Eis. Okay. Eis. Ja, ich war ja sowieso dazu. Ist das? Ja. So, jetzt habe ich die Sicherheitsabteilung gebaut noch. Sie wollen mich sehen? Das war die Cola. Und du siehst, dadurch, dass wir jetzt hier nur hier den Bereich ausgebaut haben, ja, reicht mein Infozentrum nicht mehr. Oh, also musst du das dann auch ausbauen, oder? Das muss ich jetzt, kann ich jetzt nicht ausbauen, aber ich kann ein zweites setzen. Und wenn ich es hier setze, kriegen wir nicht nur 10 dazu, sondern immer noch an die von Firma. 12 Plätze sind noch jetzt bei deine Stimme die Welt erschüttern. 14 gewesen. Und das haben sie gleich wieder aufgebraucht durch Ding. Aber das liegt jetzt mehr daran. Ja, das haben sie gleich aufgebraucht durch mehr Einwohner. Ah. Aber das liegt jetzt daran, dass vorhin war das nur das eine hier unten. Und dadurch haben die hier oben
zwei oder drei Infopunkte gebraucht. Und durch das brauchen sie jetzt nur noch eins. Ah. Aus dem Sicherheitsdeckel. Sie hätten mich darüber in Kenntnis setzen jetzt, sollen. Die können jetzt nicht weiter aufsteigen, weil ihnen die Neuroimplantate fehlen. Mhm. Aber das ist jetzt gerade egal. Ich baue erstmal noch weiter neue Bücher. Weil wie. Mir fällt jetzt gerade so ein bisschen auf, dass die Häuser irgendwie so extrem viel Platz wegnehmen. Deswegen gibt es zwei Varianten. Also das ist jetzt die große Variante. Die braucht so viel Platz. Ja, das ist schon klar. Aber wenn ich mir jetzt wirklich an das Alte erinnere, dann waren die Häuser so klein und schnucklig und die Inseln so riesengroß. Und dann hat man da wirklich irgendwie einen Haufen Platz gehabt, um da sein Zeug draufzusetzen. Wenn ich mir das jetzt hier so angucke, dann sieht das irgendwie so winzig aus. Also ich würde es mir jetzt extrem schwer vorstellen, da jetzt noch, also gut, damals hat man halt Bauernhof und so dahin gesetzt, jetzt da irgendwas anderes hinzustellen. Also siehst, da muss ich jetzt tricksen in der Straße, hier unten komme ich nicht lang, da ist noch ein Bauplatz. Für Küste. Für Wasser, Gezeiten, Algenfarm. Hm. Das Zeug, was wir. Ui, das ist. Also ein Salzwasseranbau für die Menschen. So. Denn es gibt keine andere Art mehr an Süßwasser zu kommen. Oh! Du kommst hier nur noch an Süßwasser, wenn du ein aus dem Meer das Wasser ziehst, entsalzt, die passenden Stoffe dazusetzt und dann hast du Trinkwasser. Krass. Und bei dem Alten hast du deine Siedlung einfach an einen kleinen Fluss gebaut. Wenn du überhaupt einen Fluss brauchtest. Ja, stimmt. Bei dem Alten hat man war Wasser halt da. Richtig. Man ging einfach davon aus, dass die Menschheit Wasser hat. Und zwar immer trinkbar. Wenn man bedenkt, dass wir jetzt gerade mal 100 und ein paar zerquetschte Jahre in der Zukunft sind, stelle ich mir das echt verdammt gruselig vor, dass ich irgendwann eventuell mehr Wasser saufen muss. Es geht noch weiter. Dabei hört es ja nicht auf. In der Arktis ist noch die einzige Region, wo du echten Fisch essen kannst. In der Zeit. Also in dem Spiel. Krass. Das war nämlich, als man zum ersten Mal auf dem Ding ankam. In der Eisregion gab es dann einen kurzen Dialog von der Dame, die einen dorthin gebracht hat, die sagte, ich habe noch nie in meinem Leben Fisch gegessen. Übel. Ja, so. Also mal abgesehen davon, dass ich ganz gut ohne Fisch auskomme, weil ich nicht so der Fischfan bin, aber das stelle ich mir echt verdammt krass vor, dass dann irgendwann alle Fischgründe aufgebraucht sind. Ja. Man verdankt es einer nicht so nachhaltigen Regierung. Und zwar weltweit. Das ist nicht nur auf Deutschland bezogen. Tatsache. Ja, blöd Tatsache. Blöd. Kann man kennen. Ah, und wenn jetzt bei dein. Geh nochmal zurück. Ja. Genau, wenn da jetzt ein Minus davor steht. Vitamindrinks muss ich neu bauen. Ah. Also ich habe jetzt noch die Minen auf. Und ich habe nicht mal aufgeräumt. Im Lager von 38. Aber das hätte ich nicht. Ja, okay. Auch ihr Biokostenschutz demnächst runter. Achso, dass wenn da wo es Minus dabei steht, das sind quasi die Verbraucher. Genau im Auge behalten. Oder wie? Nee. Das sind die Sektorenbilanzen für die einzelnen Produkte. Ah. Heißt, ich habe hier eine Sektorenbilanz von 16. Heißt, ich produzieren nicht mehr wirklich, die haben halt noch im Lager 260 Grad. Ich habe das Gefühl, dass unsere Bedürfnisse oder mehr als brauchen können. Das ist im Prinzip. Bei den Vitamindrinks ist es genau andersrum. Da brauchen wir gerade mehr. Deswegen müsste ich die eigentlich bauen, aber ich habe nicht die Bilanz dazu. Tja, dann hau mal rein, weil jetzt sind es zumindest schon mal 7000 mehr wieder. Genau. Ja, tschack. Copy. Also die Insel ist jetzt echt nur dafür da, damit ich da
Zahlende Bevölkerung. Nichts ist besser als zahlende Bevölkerung. Außer vielleicht wählende Bevölkerung. Gibt's da auch Wahlen? Wahrscheinlich nicht. Also ich habe mal Tropico gespielt, da kannst du, wenn du Pech hast, tatsächlich abgewählt werden. Da musst du echt aufpassen. Ja, genau. Ich glaube, das wäre dann sowas Ähnliches, wenn du dann wirklich nicht so toll baust und dich in Ruin treibst, dann wird wahrscheinlich das die Konsequenz dazu sein, dass sie dann sagen, so einen Boss brauchen wir nicht, hau ab. Nein, weiß es nicht. Ich war noch in der Situation. Dann bist du ein guter Boss. Ich tue mein Bestes. So ist's brav. Hey, zufriedene Bevölkerung? Mehr Geld. Wenn man so will. Stimmt. Das ist da wohl nicht ganz rein. Den Bauplatz brauche ich wahrscheinlich. Bauplatz. Oh, jetzt ist er aber weg. Ah. Ah! Der wird immer ausgeblendet. Wenn kein Bedarf dazu besteht. Oder wenn die Maus weit weg ist, dann wird er ausgeblendet. Ja, aber pass mal auf, du hast ihn jetzt nicht an der Straße angebunden, weil da kein... Weil das da nicht passt, ganz genau. Vielleicht lässt sich doch was einzwiebeln. Tja. Muss ja nicht groß sein. Wenn du so meinst. Es muss ja schon praktisch sein, die Leute müssen ja schon. Ein Parkplatz ist immer praktisch. Ja, aber die Leute müssen ja schon versorgt sein, also. Ja, klar. Die wollen auch. Aha, kaum ist das Haus hingestellt, wollen sie schon ausgebaut sein. Guck mal an hier. Ich glaube, das letzte Haus, was du hingestellt hast, kannst du nicht anbinden. Deswegen haben wir gerade das eine Haus wieder ab. Einfach nur, damit es anbinden kann. Ah. So. Häuser aufbauen. Warum? Immer. Warum wollen die so schnell ausbauen? Weil die alles haben. Ich meine, ich habe da ja schon eine ganze Produktionswiese und so. Wiese ist eine gesamte Insel. Süß. Oh, Mukus! Ja, Kühe. Mukus! Für mich, die Western reitet und mit ihrem Pflegepferd regelmäßig auf Rinderkurse geht, um Rinder zu treiben, sind Mukus halt echt cool. Also immer wenn ich Kühe sehe, gehe ich dann ab wie Schmitz Katze. Und klar halt, wenn ich Pferde sehe, dann bin ich sowieso Feuer und Flamme. Nee, aber Mukus! Ich habe hier keine Pferdefarm, das ist jetzt echt schade. Aber ich habe hier einen Weinberg. Das sieht ja mal schräg aus. Für mich, die aus einer Weinbergregion kommt, so Rheinhessen und so, das sieht dann echt schräg aus. Mhm. Ja, es funktioniert wohl. Design Food. Ach, Luxuskost. Yay. Da muss ich jetzt irgendwie ganz unweigerlich an McDonald's denken. Verzeiht mir. Ja, mit diesem Ammoniak-Gedöns, was da demnächst war. Na, Moment. Wie war das, die in Anno 2070, im Vorgänger zu dem? Mhm. Da gab's Fast Food. Wow! Was haben wir noch da? Das müssten die für die Intelliverse, für die Kleidung sein. Dann haben wir hier Farmen. Das dürfte für die Intelliverse der Flachs sein. Wenn mich nicht alles täuscht, ich kann mich ganz gerade auch da. Noch mehr Mukus! Noch mehr Mühe. Noch mehr Mühe. Noch mehr Mühe. Was ist das Gelbe? Das ist für die Biopolymere, der Rohstoff. Ah. Ich komme gerade nicht drauf, wie der hieß. Ich habe jetzt irgendwie unweigerlich an Rapsfelder denken müssen. Raps müsste es gewesen. Output von Transferrouten bei 0. Sonnenblumen. Sonnenblumen sind das. Ah, Sonnenblumen sind schön. Was war das? Ach, die Sündzellenkammern. Ah, ja. Und die machen was? Verjüngungskuren. Oh,
Ja, die feinen Damen der Administration sind ein bisschen eitel. Ah! Oder waren es die Manager? Ich habe... Achtung! Unterversorgung mit bestimmten Verbrauchsgütern entdeckt. Die Administratoren. Wir später sehen die Folge. Ich habe letztens einen Bonus erhalten. Ja. Ich verstehe nicht so ganz, was die quatschen, weil es so leise ist. Ja, das ist leider... Ja, was reden die denn in der Regel so? Was sie noch brauchen oder was ihnen nicht passt? Oder dass sie zufrieden sind? Oder? Die sagen dann dir im Prinzip zufrieden sind mit dir. Hey, es gibt tatsächlich noch Fußgänger. Ich habe Fußgänger entdeckt. Ja, ne? Es gibt Fußgänger. Wow! Yeah! Und Luftskateboarde. Schau. Es ist die Zukunft. Du siehst es vielleicht. Da liegt ein... Oh, Gras! Da liegt einer im Gras. Oh. Jetzt ist da so ein Ding... Ah, nee, das ist eine Kamera. Ah, das ist eine Kamera. Da liegt immer noch einer im Gras. Ja. Die haben natürlich immer noch Bedürfnisse. So ja. Wie mal sich auszuruhen. Ja, klar, nur aber... Nur wird das nicht extra angegeben. Ja, klar, aber ich weiß nicht, wenn ich so da so die ganze Technik sehe, dann war mir das irgendwie gerade nicht so im Kopf, dass die sich auch tatsächlich mal noch auf eine Wiese legen oder so. Das sieht nach Bahnhof aus. Hm? Genau genommen sind das zwei Bahnhöfe gegenüber. Eieiei. Aber ich muss sagen, der Bahnhof hat jetzt tatsächlich nicht viel anders, als so wie sie sowieso schon heute aussehen. Abgesehen davon, dass halt die Bildschirme... jetzt vollmetallisch sind und die Überdachung über den Bänken halt digital. Aber ansonsten sieht das genauso aus wie heute auch. Ja, die Details, das sind jetzt Monorails, keine normalen Schienen mehr, wenn man so will, sondern ein Schienenbahn. Ja gut, aber vom Ding, vom Aussehen her ist es relativ gleich. Was soll denn da auch groß verändern? Ich meine, Zug fährt rein, muss raus und da dazwischen müssen mal Leute ein- und aussteigen. Ja, klar. So viel anders kann man denn nicht machen. Aber die Reinigung. Süß! Die Reinigungskraft mit dem Bona-Gerät. Dann schauen wir mal, wie es wird. Die dunkleren blauen Trikots sind die Darmstädter und die weißen Trikots sind der Schiedsrichter Schalke. Diese Partie an. Oh no, die Partie hier unterbrochen, sieht nach einer Verletzung aus. Das Spiel hat nicht mehr begonnen. Es ist schon